Hallo und herzlich willkommen Leute hier zu meinem ersten Review auf diesem Kanal. Und zwar geht's heute um den Sluban M5 Stuart. Wie man schon sehen kann, mit einer schönen Anleitung, die auch sehr gut gedruckt ist, würde ich sagen. So, genau. Alle Schritte sind sehr verständlich. Kommt ziemlich den Lego-Anleitungen nah, würde ich sagen. Beim Bau gab es auch keine Probleme. Demzufolge bin ich sehr zufrieden mit dem Allgemeinen, vor allem weil der Preis irgendwo bei 10 bis 14 Euro liegt, je nachdem, wo man es kauft. Und das ist ein sehr fairer Preis für einen solch coolen Panzer, wo ich jetzt zukomme. Und zwar haben wir hier den M5 Stuart. Den kenne ich bisher nur von Kobi und der ist von Kobi bekanntlich etwas zu groß. Und hier haben wir tatsächlich 1:35. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und wir haben auch einen hohen Detailgrad. Wir haben ganz normal einen schwenkbaren Turm. Alles flüssig, kein Problem. Sonst nicht wirklich viel, was man öffnen kann, außer die Luke oben, um eine Person reinzusetzen. Das machen wir auch gleich mal. Die Ketten laufen wunderbar, da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Die Aufhängung ist natürlich nicht funktional, also die Laufrollen, die federn hier gar nichts. Das ist nur Design, aber er läuft wirklich schön. Auf dem Tisch kann ich es natürlich jetzt nicht wirklich zeigen. Also hier, mein Tisch ist zu glatt, deswegen kann ich jetzt leider nicht zeigen, wie er rollt. Aber hätten wir einen Untergrund, dann würden die Ketten ganz normal laufen. Dazu haben wir noch eine kleine Beilage, und zwar ein Schild. Genau, und zwar ist das noch so ein kleines Schildchen. Finde ich ganz nett, als Deko dabei. Lustigerweise verweist das auf Köln. Und das ist genau der Ort, wo dieses Video hier gerade gedreht wird. Das ist natürlich lustig. Ich habe jetzt noch eine Quan Guan-Figur hinzugefügt. Genau, und damit bemesse ich jetzt immer den Maßstab, weil da sind natürlich andere Figuren dabei von Sluban, die gefallen mir aber nicht so sehr. Deswegen habe ich jetzt hier so einen Quan Guan-Soldaten hinzugefügt. Und damit zeige ich euch jetzt einfach mal, wie das so vom Größenverhältnis aussieht. Wenn ich den jetzt zum Beispiel mal dort oben positioniere. Und ich würde mal sagen, der passt da ganz gut rein vom Maßstab. Ja, gefällt mir sehr. Ja, und was gibt es hier eigentlich noch groß zu sagen? Eigentlich nicht viel. Der Preis ist fair, die Steinequalität ist super. Eignet sich top für Stop-Motion, weil alles sich super bewegen lässt, ohne Probleme. Und findet auch einen super Platz in einem Diorama, würde ich sagen. Weil die Größe sehr authentisch ist. Und die Details dem Original sehr nahe kommen. Gefällt mir wirklich sehr. Eine klare Empfehlung von mir. Sowohl für Dioramas als auch zu Stop-Motion-Zwecken. Und das war's dann hiermit auch schon mit diesem kleinen Review zu diesem kleinen, coolen M5 Stuart.